Gut, und damit, yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer nochmal erneuten Reaction am selben Tag und zur selben Zeit tatsächlich. Denn wenn ihr in der Videobeschreibung auf den ersten Link klickt, kommt ihr nämlich zur anderen Reaction, die ich hochgeladen habe, zur selben Zeit, und zwar auf Angel Payne. Warum? Und ja, das ist jetzt die Reaction zu Arcaia. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange. Wir starten direkt rein mit Arcaia Selbstverlust. 2 Minuten 26. Bin mal gespannt. Gib ihn. Du weißt, lass mich jetzt stehen hier allein. Du hast mich so oft gefickt. Ich glaube, ich sag das in jeder Arcaia Reaction, ne? Not, ich glaube, ich sag das in jeder Reaction von oder auf Arcaia. Aber dieser Typ hat so eine geisteskrank schöne Stimme. Meine Fresse. Das ist doch nicht mehr normal. Also bitte. Ihr wollt mir wirklich erzählen, dass der Typ so eine krasse Stimme hat? Verdient. Ich kann dir nicht mehr verzeihen. Blicke ihn auf zu den Sternen. Ich hoffe, dass einer mir meinen Weg weist. Denn jedes Mal, wenn ich nicht aufpasse, bin ich wieder mal ohne Freunde allein. Hab dich gedacht, wo warst du? Du hast mein Herz, warum bist du dann so? Wieso bist du wie die anderen? Wieso spielst du mit meinem Verstand? Wieso lass ich das zu? Lass ich das zu. Ich will nochmal diesen Übergang in die Hook haben. Ich will den Übergang in die Hook nochmal haben. Ganz kurz. No joke, ich brauche nochmal ganz kurz den Übergang in die Hook. Ich brauche einfach diesen Übergang in die Hook nochmal kurz. Wieso bist du wie die anderen? Wieso spielst du mit meinem Verstand? Wieso lass ich das zu? Lass ich das zu. Den Teil will ich noch mal haben, warte mal. What if I keep losing myself? So
muss aber auch sagen, das habe ich auch, glaube ich, nee, das habe ich nicht gesagt, stimmt, das habe ich nämlich gar nicht, darauf bin ich nämlich gar nicht so wirklich eingegangen. Die Beatwahl von eben den Songs generell jetzt gesehen von Akaya sind halt auch einfach übel stark und mega nice. Der Beat gefällt mir im Moment gerade am meisten. Gut, wobei, nichts kommt dran an die EP, die er rausgebracht hat, ne? Kalter Winter, kalte Herzen. Ne? Da kommt nichts ran. Das toppt nichts. Ist immer noch Top 1 bei mir. Aber beatmäßig finde ich den Song gerade deutlich weiter oder deutlich weiter höher in meiner persönlichen Liste. Weil der hat so, der hat hier hinten, und ich weiß, ich glaube hier vorne hatte der das, ich weiß es gerade nicht, ich habe da gar nicht drauf geachtet, diese Gitarren im Beat. Ich liebe Gitarrenbeats. Ich liebe diese Beats, wo Gitarren mit drin sind. Oder einfach nur Beats mit Gitarren. Bestes Beispiel, das Album von Evans. Da waren ja fast nur Gitarrenbeats mit drauf. Bis auf, ich glaube, 3-4 Songs. Und das war halt goddammit. Ich brauche mehr von solchen Beats. Und solche Beats machen die Songs dann für mich eben nochmal oder bringen mich dann nochmal mehr so in diese, ja, in diese Feelings rein, die der Song ausdrückt. Das finde ich das Geile eben bei Akaya, Evans, Angel Payne, was weiß ich. Ne? Geisteskrank geil. Sehr schön, sehr schönes Ding. Sehr, sehr schönes Ding. Sehr, sehr schön. Geil. Einfach nur geil. Leute, schaut in die Videobeschreibung. Der erste Link in der Beschreibung führt euch direkt zur Angel Payne Reaction. Und ja, dann würde ich sagen, habt ein entspanntes Wochenende. Gönnt euch die Songs auf Spotify. Packt euch die Links unten natürlich in die Videobeschreibung jeweils. Oder schaut einfach weiter unten in der Videobeschreibung, da findet ihr auch Playlisten. Ich glaube, das müssten jetzt aktuell gerade 3 oder 4 Stück sein. Da findet ihr unter einem die Game Through the Time, Shuffle Mode On, Copyright Free Jukebox und natürlich die Shiroshi Records Legacy Playlist. Diesmal anders, ich weiß, ich hab's umbenannt. Aber das sind so die Playlisten, die aktuell drin sind. Und ja, würde ich sagen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.